Deadzone am Mikrofon mit Update 15.3. Und zwar gibt es heute zwei kosmetische, exotische Waffen. Ich zeige euch jetzt mal die erste, und zwar die Chuck Cannon. Die findet ihr bei der Genesung und die hat natürlich zwei Spawnpunkte. Einmal bei Craggy Cliffs und einmal in dem kleinen Häuschen. Ich rate euch, fliegt erstmal zu dem Häuschen, weil dort könnt ihr, also seid ihr höher. Und wenn sie hier drin ist, ja, dann könnt ihr euch direkt die Chuck Cannon kaufen. Ich probiere sie jetzt mal direkt aus. Das Ganze kostet ja wohl 600. Und ja, macht dann 15 Blue Life für euch. Also nicht 25, wie ich mir erst vorgestellt habe, sondern nur 15. Und ja, eure Teamkameraden, die hier in der Nähe stehen, werden wahrscheinlich auch dieses Blue Life bekommen. Aber es ist nicht wie bei dem, wie heißt es, bei dem Verbandswerfer, der Verbände wirft. Dachte ich, der könnte auch Minis schießen, die dann andere aufpicken können. Weil ich schieße jetzt mal hier in die Ferne und es gibt einfach nur einen Splash. Passt auf. Also hiermit muss man schon gut zielen können. Der Verbandswerfer hat ja so ein bisschen Auto-Aim. Naja, auf jeden Fall eine coole Sache, weil man endlich mal Blue Life unbegrenzt den Teammates zur Verfügung stellen kann. Also so ein bisschen Saufpacken to go, würde ich sagen. Und ja, falls das nicht in diesem Haus ist, dann landet bei Craggy Cliffs und geht hier unten rechts in die Kajüte. Hier findet ihr sie sonst, wenn sie da oben in dem Haus nicht ist. Ich hoffe, die Waffe macht euch Spaß und testet sie doch mal gerne aus. Haut rein, Leute!